eine Busfahrt oder Frühstück. Aber nicht für beides. Ich entschied mich für meinen knurrenden Magen und versuchte auf dem Weg zu Karens Wohnung ein Geschäft zu finden, das so früh am Morgen bereits geöffnet hatte. Was ich machte, war eigentlich Selbstmord. Ich wusste gar nichts über meinen Gegner, trug keine Waffe bei mir, außer meinen Willen. Ich verstand all das, was geschehen war, nicht einmal wirklich. Nur, dass Hatsumomo und Kenji auf zwei verschiedenen Seiten standen, das verstand ich. Dass Kenji wollte, dass unsere Familie wieder zu denen wird, was sie wirklich sind, und Hatsumomo wohl weiterhin für die Strafe plädierte. Ich hatte kein Recht, mich auf eine der beiden Seiten zu stellen. Woher sollte ich auch wissen, ob meine Familie diesen Fluch nicht verdient hatte? Woher sollte ich wissen, ob die Strafe völlig überzogen war? Ich konnte es nicht. Und darum war mir der Fluch der Familie auch egal. Soll er bleiben oder gehen? Das Einzige, was ich wollte, war meinen falschen Fluchkörper wieder. Es war mir egal, was ich in Wirklichkeit war. Egal, was ich eigentlich sein sollte. Und wenn ich eine Lüge lebte, dann lebte ich immer noch meine Lüge. Ich war das, als was ich aufwuchs, nicht das, was andere aus mir machten. Darum lief ich jetzt zu Karens Wohnung. Darum suchte ich die Person, die jetzt in meinen Körper stahl. Ja, vielleicht könnte ich mich an meinen wahren Körper gewöhnen. Vielleicht könnte ich irgendwann sogar ohne schlechtes Gewissen ein echtes Mädchen sein, Mutter werden und Männer lieben. Mein Körper reagierte ja jetzt bereits darauf. Aber ich wollte es nicht. Ich wollte ein Mann bleiben, Frauen anbaggern und vielleicht sogar mein Vater werden. Mein altes Leben konnte ich wohl nie mehr zurückhaben, dazu war es zu viel passiert. Aber wenn ich schon einen Neuanfang starten musste, dann sollte dieser auch als Tomoya Okazaki sein. Diese Gedanken und noch viel mehr gingen mir auf dem Weg zur Wohnung von Karin durch den Kopf. Abgeschnittenen Text, okay? Es waren gute Gedanken. Sie nahmen mir die Angst von dem, was mich erwartete, und spornten mich an. Sie machten mich wütend auf den Dieb und ließen das Adrenalin durch meine Adern fließen. Ich hatte keinerlei Angst. Heute würde es enden. Egal wie. Nicht einmal mein Traum konnte mich jetzt noch verwirren, dafür sorgen, dass meine Gedanken abschweiften. Dabei war er wirklich sonderbar gewesen. Alles anders als alles andere zuvor. Leere Farben und Formen und das Gefühl von Leere. Doch ich war nicht aufgeschreckt aus diesem Traum. Ich hatte die Augen aufgeschlagen und war wach gewesen. Kein Schweiß war auf meinem Körper, nur ein seltsames Gefühl, das ich nicht zuordnen konnte. Etwas, das sich wie Leere anfühlte und trotzdem angenehm war, sich geborgen anfühlte. Darum hatte ich ihn weggedrängt. Es war wohl einfach ein sinnloser Traum, nicht mehr. Nicht mehr. Meine Träume waren seit jeher seltsam gewesen. Einige hatten Botschaften, andere waren nur Albträume. Ich sollte diese Dinge nicht sehr ernst nehmen, zumal ich inzwischen die Botschaft meines Unterbewusstseins kannte. Als ich 2 Stunden später das Haus erreichte, in dem Vulkan gewohnt hatte, war ich zu allem bereit und auf alles gefasst. Doch alles, was ich fand, war ein typisches Großstadtgebäude, das neben einem kleinen Schrein stand. In dem Gebäude gab es etwa 10 Wohnungen, 10 Namen, von denen jeder einzelne der richtige sein könnte. Schwarzenstein. An einem der Schilder hing der Familienname von Karin. Als deutsche Austauschschülerin hatte sie natürlich einen deutschen Nachnamen und so stach ein Nachname unter den anderen deutlich hervor. Aber Karin war tot. Soweit ich es wusste, bewohnte nur noch ihre ältere Schwester die Wohnung. Ich hatte mich nie mit ihr unterhalten, sah sie nur kurz auf der Polizeiwache. Wenn ich mich nicht irrte, war sie eines der Mädchen, die damals Makoto verfolgten und als er dem Mädchen die Unterwäsche geklaut hatte. Ein blauhaariges Mädchen, das eine Brille trug. Ihr Name war Izumi, glaubte ich. Vielleicht wäre es am einfachsten, bei ihr zu klingeln und sie zu fragen, ob sie mich gesehen hat. Meine Hand zuckerte kurz. Es war noch recht früh und immerhin hatte ich ihre kleine Schwester tot gefunden. Und deren Mörder hatte man bis heute nicht gefunden, soweit ich wusste. Nicht die besten Voraussetzungen für ein freundliches Gespräch. Während ich noch zögerte, die Hand bereits zum Klopfen erhoben, öffnete sich die Tür vor mir.
Für einen Augenblick war ich wie paralysiert und auch mein Gegenüber starrte mich für eine Sekunde ungläubig an. Bullseye! Was? Bullseye? Wieso Bullseye? Ich überwand meine Starre als erstes und griff nach der Person, die mir aus der Tür entgegenstarrte. Mein Körper! Ich hatte die Person gefunden. Meine Hand griff ins Leere. Tomoya wich im letzten Moment aus und versuchte, die Tür zuzuschleudern. Glücklicherweise konnte ich meinen Fuß schnell genug dazwischen stecken und rang in die Wohnung ein. Das war leichter, als ich gedacht hatte. Tomoya wich langsam ein paar Schritte zurück. Du bist früh hier. Er wich weiter zurück und ich verfolgte ihn, völlig ruhig. Ich hatte ihn. Es gab keinen Grund, jetzt hektisch zu werden. Er kam nicht mehr davon. Ich stoppte kurz, als mein Gedanke kam. Du bist Izumi, habe ich recht? Karens Schwester hatte mir den Körper geklaut, aber wieso? Es gab Menschen, die mich so nannten. Also doch. Wer zum Teufel bist du? Warum hast du mir den Körper gestohlen? Du hast Karen dafür getötet, oder? Wegen einem falschen Körper hast du deine kleine Schwester umgebracht. Aus dem Mund meines Körpers kam man kichern, das alles andere als passend zum Erscheinungsbild war. Was tust du mit Werkzeugen, die kaputt gehen? Du schmeißt die weg, habe ich nicht recht? Ein Mensch ist kein Werkzeug. So, was macht dich besser als Werkzeug? Ihr benutzt Tiere als Werkzeuge. Was macht euch besser als diese Tiere? Ich ballte die Faust. Schwester, Tochter, Nichte. Karen war immer das für mich, was gerade am nützlichsten war. So wie es sich für ein Werkzeug gehört. Aber vielleicht hast du recht und ich habe es ein wenig voreilig weggeschmissen. Noch ein Stück zurück. Tomoya. Nur ein kleines Stück. Wir waren fast mit dem Wohnzimmer. Auf dem Tisch lag ein langes Messer. Dein Körper ist nicht gerade gut in Form. Du solltest wirklich mehr trainieren, Tomoya. Engst einen zu sehr ein. In dem Fall, gib ihn mir wieder. Ich lasse dich laufen, wenn du ihn mir gibst. Wieder dieses unpassende Gekicher. Du lässt mich laufen? Wie lieblich. Nein, danke. Ich verzichte. Der Körper kann mir noch sehr nützlich werden. Zieh mich ein paar weitere Schritte zurück. Und außerdem, vor Menschen wie dir habe ich auch in diesem Körper keine Angst. Jetzt! Während ich noch den Messer griff, hatte Tomoya den kürzesten Fluchtweg benutzt, durch das Fenster hinter ihm. Direkt aus dem ersten Stock und die er nichts als der Asphalt der Straße. Ich fluchte und zögerte. Konnte ich sie überhaupt umbringen, wenn sie meinen Körper hatte? Mein Zögern dauerte nur einen Moment. Der Körper war magisch erschaffen. Tomoya hätte sicherlich keinerlei Probleme, ein paar Kratzer und Stiche zuzukleben. Wenn die noch leben würde, mein Lieber! Ich sprang hinterher aus dem gleichen Fenster, spürte den Wind in meinem Gesicht und die Wucht der Landung in meinen Füßen. Wohin rennst du, Mädchen? Welcher Ort soll dir noch Schutz bieten? Dein Schicksal hast du bereits besiegelt. Du kannst rennen, doch du kannst nicht entkommen. Ich habe dich gefunden. Ich werde dich nicht verlieren. Wir beide kennen das Ende dieses Tages. Wir beide wissen, was passieren wird. Ich werde leben. Und du wirst sterben. Ja, weiter geht's. Wir machen natürlich jetzt nicht aus. Schluss. Oh, was für eine geile Animation, ey. Ja, ein bisschen pixelig, aber... Flüssige Animation. Echt. Flüssige Animation. Ich keuchte, meine Beine schmerzten und ich hatte zehn Seitenstechen. Kurzum, ich konnte nicht mehr weiterrennen. Dennoch trug mich mein Müde weiter. Über die Grenzen meines Körpers hinaus ließen nicht zu, dass ich die Person irgendwo vor mir aus den Augen verlor. Aber wenn ich mich dazu verausgabte, dann hatte ich nachher keine Kraft mehr. Aber er musste es genauso gehen, da war es sicher. Sie hatte meinen Körper und wer kannte ihn besser als ich? Außerdem konnte ich es erkennen.